Und jener begann mit einem neuen, mit Fabian Eisele, 25 Jahre alt, in Stuttgart geboren. Zuletzt mit dem ersten FC Saarbrücken aufgestiegen. Der Mittelstürmer, der jener so gefehlt hatte. Sofort heute von Beginn an dabei. Immer eine Ehre, diese Vereinsfarben zu tragen. Im Paradies mit dem historischen Ernst-Abbe-Sportfeld, das es so nicht mehr lange geben wird. Bald rollen hier die Bagger an. Wir blicken auf die Mannschaft von Dirk Kuhnert. Mit drei Änderungen zum 2:0 gegen Luckenwalde. Staufer rückt in die Viererkette für Wolf. Dann ist Langer mit dabei, zum ersten Mal nach seiner Verletzung in Babelsberg für Schau. Und eben Eisele für Breitfelder. Und der sagt mal guten Tag. Haha, Andes Schaller zu Besuch beim Konkurrenten beim Pokal. 5:1 in Grimma hatte Schaller sofort getroffen. Und das ist der CFC in Jena, die Mannschaft von Daniel Berlinski. Mit vier Änderungen: Breitfelder, Kurt Vidovic, Knechte raus, dafür rein, eben Schaler, Köhler, Eigner und Grimm. Hinein in diese Partie in wunderschöner Kulisse im Jena-Paradies. Dritte Minute läuft. Nils Köhler, der CFC, sofort um Offensive bemüht, da ist Schaler. Und dann die erste Möglichkeit für Bickel, der so verdammt torgefährlich ist. Der Thüringer aus Bad Langensalza, hier von Schaler gut in Szene gesetzt. So kann es gehen für den Chemnitzer FC. Lange rettet vor seinem Torwart, vor Lukas Settler. Fünfte Minute. Jena im Pressing holte sich den Ball. Und dann suchten sie natürlich immer wieder den Mann mit der 7. Das ist Ferkamp. Auch er schon sehr erfolgreich. 4 Tore, wunderschön durchgesteckt auf Steinherr. Aber sie haben den Pfiff gehört und sie sehen die Fahne von Tim Konert. Es war eine Abseitsposition, keine Gefahr für den CFC. Freistoß, eine Sache für René Lange. Und das war nicht ungefährlich, weil Ferkamp eingelaufen war. Direkt vor Jakubow auftauchte, wäre kein Abseits gewesen. Jakubow, einer der besten Torhüter der Liga, mit der Doppelfaust. Müller, einfach mal den Ball nach vorn. Und dann ist da Ferkamp und Müller gleich wieder in Aktion. Tobias Müller, der zieht, der zerrt und es gibt die gelbe Karte. Magnus Thomas Müller, der Schiedsrichter, griff früh zu diesem Steuerungselement. Und er hatte heute einiges zu tun. Gelb für Müller, der sich darüber beschwert. Freistoß für Jena, für die Mannschaft von Dirk Kuhnert. Und da ist natürlich schon wieder Österhelwig und natürlich wieder René Lange. Lange, der schon bessere Freistöße geschossen hat. Der Mann, der vom FSV Zwickau kam in Jena. Natürlich Stammkraft. Eckert verteilt den Ball über Lukas Staufer. Der geht wieder in Position. Genauso wie Österhelwig. Der hat Tempo in der Mitte. Steinherr! Noch kein Tor hat er erzielt. Der Steinherr, der wegen muskulärer Probleme so lange fehlte. Hier war er ganz knapp dran. Der Ball erschlägt gegen die Latte. Da hätte Jakubow keine Chance gehabt. Jena jetzt bemüht, die Defensive um Hoheneder zu knacken. Ball lief, wieder wunderschön, wieder Ferkamp und wieder ist der Jakubow. Chancenverwertung muss besser werden, ein Thema beim FC Carl Zeiss, auch in Corona-Zeiten. Wunderschön durchgesteckt von Österhelwig. Jakubow, für ihn ist der Begriff Teufelskerl erfunden worden. Jede Menge Emotionen in diesem Spiel, auch bei Berlinski. Wieder Österhelwig. Und dann ist da René Lange. Schöne Flanke. Kopfballabnahme von Staufer, der US-Amerikaner. Mit seiner Laufbereitschaft könnte er zum Publikumsliebling werden beim FC Carl Zeiss Jena. Kopfballtore hat man von ihm auch in Nordhausen, von dort kam er, selten gesehen. Diesmal kein Problem. Für Jakubow.
Bewegtes Spiel. Beide Teams suchten die Offensive. 22. Minute. Jetzt war mal der Chemnitzer FC dran. Mit Bickel. Ball lief zu Milde. Bickel geht wieder in Position. Bekommt den Ball schön durchgesteckt. In der Mitte lauert der Neue. Und der heißt Andi Schaller. Ball kommt. Schaller dran mit dem Kopf. Dann nochmal Köhler. Aber abgeblockt. Kuhner dennoch unzufrieden, wie sich der Chemnitzer FC in dieser Phase ausbreiten konnte. Fehlpass. Und das ist originell geklärt von Ferkamp gegen Kampulka, der sich natürlich ärgert. Wäre eine gute Konterchance gewesen. So gibt's Gelb von Müller für Ferkamp. Völlig zu Recht. Immerhin, die Chemnitzer Hose, sie hat's gehalten. Die Nachspielzeit der ersten Hälfte läuft. Bitte bereit machen für die Kabinenansprache. Aber einen Angriff hatte der CFC noch. Köhler. Und was ist das denn? Was ist das denn? Die Führung für den CFC durch Christian Bickel. Sie juchzen, sie jauchzen, die Chemnitzer, und können ihr Glück kaum fassen. Das haben sie gebraucht, die geschenkte Führung. Schaller gesucht, schön verteilt. Dann Köhler, der macht das richtig. Er sucht Bickel und lange, lange legt auf für eben Christian Bickel. Das ist ein halbes Eigentor. Missverständnis zwischen Lange und Sedlak. Und so führt der CFC zur Pause in Jena. So hatten sie sich das vorgestellt. Kurz vor der Pause, wichtiger Zeitpunkt. Hinein in die zweite Hälfte, ins Jena-Paradies. Der FC Carl Zeiss jetzt natürlich gefordert. Sie versuchten was. Der lange Ball von Slama. Und dann Jakubow im richtigen Augenblick dazwischen. Jakubow gegen Österhelwig. CFC versteckte sich keineswegs. Bickel auf Milde und dann Lange. Zurück zu Sedlak in den Fuß von Tobias Müller. Müller. Tohuwabohu im Strafraum. Zweite Hälfte begann mit Nervosität auf jener Seite. Selbst wenn Matti Langer da kurz klären kann, am Ende kann Sedlak seinen eigenen Fehler korrigieren. Ferkamp steckt nach vorn durch. Und dann geht's schnell über die rechte Seite, über Österhelwig. Und da ist Steiner mit der ersten guten Möglichkeit in der zweiten Hälfte. Vorhin traf er die Latte, den allerdings hat er zu hoch angesetzt. Finale Umsetzung, sie stockte noch beim FC Carl Zeiss. 56. Minute, kein Elfmeter. Zuschauer wurden jetzt zunehmend ungehalten mit dem Schiedsrichter. Und dann war da zumindest mal ein Kontakt vom Fabian Eisele im gegnerischen Strafraum. Kunert feuerte sein Team an. Die entsprechende Ordnung, sie fehlte noch. Eckert auf Grösch. Staufer in Position. Und in der Mitte immer wieder Österhelwig. Schickt den Ball nach innen. Da ist Ferkamp! Da ist Ferkamp! Und da ist der Ausgleich. 1:1 durch den besten Schützen des FC Carl Zeiss. Das ist sein 5. Saisontor. Ferkamp bedankt sich für die Vorbereitung bei Österhelwig, der sich gegen Bickel durchsetzt, und dann ist es die Hacke von Ferkamp. Der hat einfach Mut, der hat Selbstvertrauen und er will sofort den Ball von Jakubow, denn Jena will hier nicht das Remis. Jena will mehr. Vier Spiele haben sie in Folge gewonnen. Folgt jetzt das 5. Berlinski natürlich angefressen.
wieder Fährkamp. Und da ist wieder jede Menge Raum. Aber dann doch die Abseitsposition. Tor von Eisele hätte nicht gezählt. Schon wieder Eisele im Strafraum. Der legt irgendwie vor, der legt irgendwie auf. Und das gelingt! 71. Minute, Kevin Wolf, sein erstes Tor für Jena. Das letzte Mal hat er für Hannover 2 getroffen. Assist hart verdient von Eisele. Der steckt den Ball durch. Und dann der linke Hammer gegen Jakubo. Kunerts Lippenspiele. Jena dreht das Spiel. Gegen einen Mitkonkurrenten. Und das bleibt Chemnitz trotz der Tabellensituation. Müller. Er hat einen guten Abschluss. Normalerweise hier allerdings weit übers Tor hinweg. 88. Minute. Zweikampf von René Lange. Der setzt sich da ein. Zu aggressiv und es gibt die nächste gelbe Karte. Er hatte schon eine gegen den eingewechselten Ogbidi eingestiegen und deshalb gelb-rot für René Lange. Jetzt Vorteil Chemnitz, 11 gegen 10, Entscheidung von Müller durchaus akzeptabel. Lange rutschte Richtung Tribüne, der Freistoß getreten von Paul Milde. Allerdings ein bisschen flach. So kann sich Jena durch den eingewechselten Niklas Fiedler befreien. Der CFC wollte natürlich dringend den Ausgleich. Und zeigte alles dafür. Tobias Müller, er hatte schon gelb gesehen. Jetzt steigt er so ein gegen Eisele und sein Trainer ahnt, das ist der numerische Ausgleich. Gelb-rot jetzt auch. Für Müller. Die beiden Hinausstellungen heftig diskutiert, aber beide durchaus vertretbar. Magnus Thomas Müller hat in diesen Momenten nichts falsch gemacht. Müller muss vom Platz. Weiter mit 10 gegen 10. Die Nachspielzeit läuft schon. Nochmal der CFC. Natürlich alles nach vorn. 5. Saisonniederlage unbedingt abwenden. Aber Jena wackelte mit Grösch nicht mehr. Und so konnte sich Dirk Hudert über den 5. Sieg in Folge freuen. Das Spiel gegen den CFC gedreht. Marcel Kolater, bitte. Ja, ist ein schönes Gefühl, ne? Vor allem für die Mannschaft. Ich denke, wir haben jetzt die letzten 2 Wochen gut trainiert. Und dementsprechend freue ich mich am meisten über den Sieg, nicht übers Tor. Der Mannschaft gebührt ein Lob, weil sie, wie gesagt, auch nochmal richtig gefightet hat, unbedingt den Sieg wollte. Carl Zeiss ist ja keine Blindentruppe. Ich meine, die haben jetzt 6 Spiele hintereinander gewonnen und haben einen guten Lauf. Und also, das siehst du auch bei den Spielzügen nach vorne. Die kombinieren sehr gut durch. Und ja, du kannst immer gegen Jena ein Tor kassieren, aber musst dann auch probieren, wieder eins zu schießen. Jena bleibt stabil und durch den Sieg den führenden Berliner Teams auf den Fersen.